Hallo und herzlich willkommen, ich bin es, der Technik-Boogie. Und was habe ich heute für euch? Ein Unboxing, und zwar von einer riesengroßen, schweren Box. Was packen wir denn da aus? Das Amicool CD-DVD-Brennerlaufwerk extern mit USB-A und USB-C-Stecker. Aber wer braucht heutzutage denn noch überhaupt ein externes CD-Laufwerk oder einen Brenner? Ich brauche den. Warum brauche ich den? Ah, ganz ehrlich, einen Brenner bräuchte ich jetzt nicht. Aber pass mal auf, jetzt denkst du so in der heutigen Zeit, ach weißt du was, CDs sind doch altbacken. Die braucht man gar nicht mehr. Da gehst du hin, kaufst einen neuen Laptop oder sowas. Die sind ultra flach, haben die CD-Laufwerke? Nö, also in der Regel haben die wirklich keine mehr. Es gibt ein paar Ausnahmen, die noch ein CD-Laufwerk haben, aber die sind dann schon wirklich ein Sonderfall. So, jetzt kaufst du einen PC mittlerweile. Auch die haben schon oben in den 5,25 Zoll Slots oder gar keine Aussparungen mehr, um ein DVD-Laufwerk intern einzubauen. Viele Gehäuse haben diese Möglichkeit wirklich nicht mehr. Hat man die Möglichkeit natürlich hinzugehen, man kauft sich ein externes Gehäuse, bastelt da seinen alten DVD-Brenner mit einem 5,25 Zoll Laufwerk rein und hat dann so einen Klotz da stehen, hat ein extra Netzteil und so weiter, und darauf habe ich keinen Bock gehabt. Also habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht, und was ist einfacher als ein mit interner Stromversorgung ein externes kleines Mini-Laufwerk. Wir werden gleich mal die Packung aufmachen, werden mal reinschauen, was denn hier drin ist. Wir werden es natürlich an den PC anschließen. Damit ihr das Ganze auch seht, mache ich noch ein Verlängerungskabel dran, damit ich auch, wenn die Disk eingelegt ist, sie mal vors Mikrofon halten kann, dass wir mal einen Lautstärketest machen. Und wir werden uns auch mit dem Nero-Tool, werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen, wie denn die Werte sind. Und wir werden Tests machen. Und zwar, indem wir eine Original-CD einlegen, eine gebrannte CD einlegen, einen Film einlegen und wir zusätzlich noch hingehen, einfach mal eine CD brennen bzw. eine beschreibbare CD einlegen werden. Also würde ich sagen, schauen wir doch mal rein. So, dann machen wir die Box mal auf. Und zwar jetzt mal wirklich mal die Frage, wer braucht das heutzutage noch? Ich sag mal, man hat zu Hause öfter mal noch irgendwo eine alte Software rumliegen, die man installieren möchte. Wenn man jetzt neue Software kauft, ich habe mir zum Beispiel ein Steuerprogramm gekauft, da war dann die CD mit dabei und es war natürlich direkt auch ein Download-Code mit dabei. Wer Computerspiele kauft, der kauft sie mittlerweile in Steam oder hat auch da ein Steam-Aktivierungskey oder Origin oder wo auch immer das Ganze dann nachher funktioniert. Das Problem ist nur bei der Sache, wenn du aber noch zu Hause irgendwelche alten Spiele hast, alte Programme, Software, die du installieren möchtest, die du vielleicht nicht als Download hast, dann hast du ein Problem. Und jetzt hatte ich neulich mit einem Freund zusammengesessen und habe dann gesagt gehabt, hier, ich habe eine DVD, cooler Film, mal anschauen. Und dann hat er gemeint, ey, weißt du was, ich habe auch noch ein paar coole Filme, die würde ich mir gerne mal anschauen, aber ich habe gar kein CD-Laufwerk mehr oder gar kein DVD-Laufwerk mehr. Ich meine, ja, kannst du auf dem Computer auch gucken. Dann hat er gemeint, ja, aber auch im PC habe ich keins mehr drin. Und da fängt es dann natürlich an. Was macht man dann? Dann habe ich mal nachgeschaut und habe einen Bestseller gefunden, um die 22 Euro, glaube ich, 22,09 € oder sowas. Ich werde euch unten wieder verlinken. Ihr kennt das Ganze, das sind Affiliate-Links von Amazon. Ja. Ich kann euch auch mal das Verlängerungskabel verlinken, wenn ihr mal sowas grundsätzlich sucht. Aber ja, ich habe halt danach geschaut, was gibt es. Und da gibt es halt namhafte Hersteller. Und es gab halt einen als Bestseller bewertet. Also ich sage mal Bestseller aus Amazon-Sicht. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Bestseller aus meiner Sicht ist, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, für um die 20, 22 Euro mache ich nicht lang rum. Brauche jetzt keinen, weiß ich, keine Ahnung, mehr einen Samsung oder sowas kaufen, der dann vielleicht 40 Euro kostet und der im Endeffekt auch nichts anderes macht. Ich habe ja ein Rückgaberecht, also packe ich das Ding aus, schließe es an, teste es, sollte es nicht funktionieren, geht es wieder ab nach Hause. Also nach Hause zu Amazon zurück, meine ich halt. Ja. Aber deswegen, wie gesagt, wir gucken uns das einfach mal an. Und mir war es wichtig gewesen, ein schlichtes, flaches, kleines Design, keine zusätzliche Stromversorgung, und mir hätte sogar ein USB-A-Anschluss gereicht, aber gerade für die Mac-Freunde und sowas, weil Mac-kompatibel sei ja nämlich auch, ist es ja oft so, dass mittlerweile an den neueren Macs ja nur noch ein USB-C, das ist dieser Mini-USB-Stecker, vorhanden ist. So, das Ganze kam recht einfach eingepackt in noch so einem, ja, ihr kennt ja diese Umschläge, wo normalerweise die Bücher und sowas drin sind. Da sage ich mal dazu, ist ein bisschen wenig gepolstert. Ich meine, das Laufwerk selber hat hier zwar Knallfolie außenrum, aber ja, weiß nicht, wenn ich so eine dünne Packung habe mit einem Laufwerk, das vielleicht gequetscht wird oder sowas, würde ich eigentlich vom Hersteller, was heißt Hersteller, vom Versandhaus aus das Ganze ein bisschen besser verpacken. Was sind denn so die eckigen Daten? Die eckigen Daten, die runden Daten wollen wir hier nicht besprechen. Die Eckdaten. Wir haben hier ein 24-fach
CD-Brenner und ein 8-fach-DVD-Brenner. Er soll angeblich auch Double Layer können, aber wir werden das ganze Laufwerk mal auslesen und werden mal schauen, was es da gibt. Da habe ich auch schon was gelesen, da hat einer was Negatives geschrieben. Und zwar hat einer gesagt, er hat das zerlegt, das Ding, und hat festgestellt, dass da innen drin ein DVD-Brenner aus dem Jahre 2010 drin verbaut ist. Ist natürlich uralt, aber ey Leute, ehrlich, wenn ihr mal überlegt, wie lange habt ihr eure Laufwerke von Rechner zu Rechner mitgeschleppt, weil wie oft kauft man sich neu ein DVD-Laufwerk? Klar kann man natürlich sagen, man kauft jetzt hier etwas neu, warum ist das nicht neu verbaut? Aber ganz ehrlich, solange ich Garantie drauf habe, ist mir das doch egal, ja. So, was haben wir denn hier? Erstmal hat es eine coole Oberfläche. Sieht man das hier? Ja, man sieht es cool. Obwohl der Greenscreen an ist, ne? Cool gemacht, oder? So, dann haben wir hier vorne mit Army-Cool-Aufdruck. Hier quasi der Knopf, um das Laufwerk auszuwerfen. Geht jetzt natürlich nicht, hat jetzt gerade keinen Strom. Ja, was haben wir hinten noch? Modellnummer steht unten drauf. Klasse 1 Laserprodukt, kennen wir alles. Was ich sehr cool finde, ist, dass das Kabel hier unten verstaut ist. Ja, das heißt, wir können mal hingehen und das Ganze mal hier rausmachen. Man kann es hier nach hinten umlegen und das heißt, es ist bündig. Ja, seht ihr das? Sieht man das? Ja, ich glaube schon. Doch, doch. Genau, das heißt, es ist nicht so, dass es so wellig auf dem Tisch dann liegt oder sowas. Das Kabel ist kurz, reicht eigentlich auch, weil in der Regel, stellt euch mal vor, ihr packt es neben einen Laptop oder sowas, dann reicht euch ein kurzes Kabel. Ja, ist übrigens USB 3.0. Ja, das ist auch schon mal ganz schön. Also wir haben hier USB 3.0 mit einem USB-A-Stecker und wir haben hier mit USB 3.0 natürlich ebenfalls dann den USB-C-Stecker. So, das Ganze soll automatisch erkannt werden von Windows. Ab Windows, was sagt der Hersteller? XP, Windows 7, 8, Windows 10, Mac OS und Linux. Wir werden uns das anschauen. Wir werden jetzt nicht jedes Betriebssystem durchtesten, aber wir schließen es mal an den PC an und hauen mal die einzelnen CDs dann halt rein. Den Film kann ich euch natürlich nicht abspielen, weil ihr wisst ja, wie es ist, Urheberrechtsverletzung und so weiter. Wollen wir natürlich nicht machen. Also von daher, ich sag mal, sieht schon mal ganz nett aus. Dann hängen wir es mal an den PC und nehmen es mal in Betrieb. So, jetzt habe ich ein Verlängerungskabel angeschlossen, um das Laufwerk hier direkt vom Mikrofon und so weiter auch zu testen und nicht hier alles umbauen zu müssen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, nehmt, wenn ihr sowas macht, ja, nehmt hochwertige Kabel, weil verlängerte Kabelwege sind ja vom Hersteller, egal bei was vom Gerät, nicht vorgesehen, ja. Aber das müsst ihr halt im individuellen Fall für euch entscheiden. So, jetzt gehen wir mal hin und schließen das Ganze an, aber das werden wir uns mal anschauen, wie es dann in Windows aussieht. Ich habe hier mal Nero Tools und mit den Nero Tools können wir hingehen und können mal testen, wie es mit der Geschwindigkeit ausschaut. So, jetzt schließen wir das Ganze mal an. Mal schauen, ob es mit dem Verlängerungskabel funktioniert. Ich halte es jetzt einfach mal in der Hand. Zu ermitteln, legen Sie bitte unterstützte Disk in Laufwerk ein. Ah, okay, hat jetzt nichts gefunden. Okay, dann gehen wir mal hin und legen jetzt einfach mal eine leere CD, ein CD-Rohling ein. So, zu. So, wie verhält sich es mit der Lautstärke? Das Mikrofon ist hier übrigens direkt unten drunter. Ja, also nicht, dass es heißt, ah, wer weiß, wo das Mikrofon ist, hat er das hier hinten im Kragen irgendwo. Nein, nein, haben wir hier. So, jetzt sagen wir mal, wir haben eingelegt und sagen, okay, ihr seht im Hintergrund auch schon die Herstellerinformationen. Soll kompatibel sein zu Windows XP, Windows 7. So, wir sehen direkt hier eine leere CD. Wir könnten eine brennen, das ist schon mal schön. Und wir lassen mal das Laufwerk hier scannen. Er findet es auch. Mal gucken, wie es aus der Windows-Sicht USB über dem Computer angeschlossen. Klicken Sie auf OK, um die Liste Laufwerke zu aktualisieren. Ja, machen wir gerne. So, wir gucken jetzt mal gerade hier parallel im Hintergrund, ob wir hier sehen, okay, das Laufwerk ist auch da, wir können darauf zugreifen, ist halt natürlich ein leerer Datenträger, der beim Aufruf gefragt wird, möchtest du daraus ein USB-Stick-ähnliches Laufwerk machen oder nicht. Jetzt muss ich nochmal gerade eins dazu sagen, mir war das echt nicht wichtig, dass ich brennen kann mit dem Ding, weil wenn ich mal irgendwo Daten abziehen muss, da hängt man einen USB-Stick an das System. Macht sich doch keiner mehr die Mühe, dann einen DVD-Brenner anzuschließen und die zu brennen. Anders sieht es aus, wenn ihr ein Installationsmedium habt, das ihr nicht von einem USB-Stick booten könnt und ihr braucht zwingend zum Beispiel so ein Laufwerk. Oder aber ihr wollt euch eine alte DVD anschauen. So, jetzt ist schon mal schön, wir haben hier die Informationen. Wir sehen hier CD-Laufwerk 24-fach und wie einer geschrieben hatte bei Amazon in den Bewertungen unten, 10 Jahre altes Laufwerk. 12 Jahre altes Laufwerk, würde ich mal sagen, oder? 10.06.2010. Also ich denke mal, das ist so zu lesen, auf jeden Fall. Aber auch da, sag mal, alte Laufwerke, solange sie ihren Zweck erfüllen und solange ich Garantie drauf habe, ist mir das doch egal. Weil wenn ich jetzt zu Hause meinen PC, man hat sich lange Zeit eine neue Grafikkarte gekauft, ein neues Mainboard gekauft und sowas. Was hat man nicht ausgetauscht? Richtig, das DVD-Laufwerk, weil es ewig gehalten hat. Warum sollte man das austauschen? So, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier die unterstützten Formate. Wir sehen, dass wir im CD-Bereich RW ist Read und Write, also quasi was er lesen kann und was er schreiben kann.
dass er R kann, RW und Text, jo. Im DVD-Laufwerk Read und Write kann er die Formate Plus und Minus. Das ist schon mal sehr gut, weil es gab ja lange Zeit auch oft Laufwerke, die dann gesagt haben, die konnten nur Plus R oder konnten nur Minus R. Diese Problematik scheinen wir hier nicht zu haben. Was hier ebenfalls sehr schön ist, wir haben hier unten DL. DL steht in diesem Fall für Double Layer. Das heißt, ihr könnt DVDs mit mehreren Layern, also Double ist ja auch mehrere, ja, solange es nicht mehr einen ist, mit einem Double Layer könnt ihr mit größeren Daten vollschreiben. Beziehungsweise auch sie lesen, was ja auch sehr wichtig ist. Es bringt ja nichts, nur schreiben zu können. So, wir können HD, DVD, weder Read und Write, hat es aber auch, uns auch nicht versprochen, dass es das kann. Und es kann kein Blu-ray-Disc. Wäre natürlich mega, wenn es Blu-ray könnte, aber ganz ehrlich, das Geld für so, weiß nicht, ob so kleine Blu-ray-Player, beziehungsweise ja, Blu-ray-Player gibt es, aber auch Blu-ray-Brenner, so externe kleine, wahrscheinlich gibt es sie auch. Aber ganz ehrlich, warum soll ich viel Geld dafür ausgeben, wenn ich diese Funktionalität doch gar nicht brauche? So, das heißt, es deckt schon mal das hier hinten ab, was es uns versprochen hat. Wir haben schon eine CD eingelegt. Wir werden jetzt nicht hingehen und 10 CDs oder sowas brennen, sondern wir werden jetzt mal hingehen und die einzelnen Medien mal durchtesten. Wir gehen als nächstes hin und legen eine beschriebene DVD, eine Original-DVD ein. Ja, das ist ein Windows 10 Fujitsu-Image. Ist es richtig stark zerkratzt unten auf der Unterseite. Ich habe extra so ein paar Härtefälle rausgesucht, damit wir auch hier wirklich an unsere Grenzen gehen. Und machen mal, wie gesagt, die zerkratzte CD rein. Ich hatte es natürlich nochmal am Laptop auch getestet und da hatte ich auf jeden Fall schon längere Lesezeiten gehabt, weil ihr dürft eins nicht vergessen, große DVD, zerkratzt und so weiter, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So, er liest. Sagt er, was möchtest du? Hat sie direkt erkannt. Weiß hier, okay, guck mal, da ist ein Setup-Exe drauf. Komm, starte die mal an. Auf jeden Fall, was ich euch schon mal dazu sagen kann, das ist schön leise. Normalerweise würde ich jetzt hingehen, so, war kurz nicht zu sehen. Normalerweise würde ich jetzt hingehen und würde auch mal hier schneiden, wenn jetzt mal hier längere Ladezeiten sind. Aber das mache ich extra nicht, weil wir wollen die Ladezeiten ja auch sehen. Wir testen ja. So. Die Blu-ray ist hier, die DVD ist hier kräftig am rumrödeln. Ist von der Lautstärke aber okay. Beziehungsweise, das heißt okay, sie ist sogar leise. Und jetzt warte ich drauf, dass mir ein Setup-Fenster aufgeht. Ansonsten können wir schon mal drüber reden, was wir als nächstes machen werden. Ich habe dann noch eine gebrannte CD mit einem Symantec drauf. Werden wir mal testen. Einfach weil die vor langer Zeit gebrannt wurde. So. Und jetzt könnte aber mittlerweile auch mal Setup-Exe aufgehen. Vorführeffekt. Aber hier wird nichts geschönt. Das ist das Schöne. Ist es das Schöne, dass hier nichts geschönt wird? Ist auch nicht schlecht. Ah, so, hier ist die Sprache. Ja, Deutsch. Klar, wir wollen jetzt hier Windows installieren. Aber ihr seht auf jeden Fall, sie kann gelesen werden. Funktioniert. Wir werden jetzt keine Windows-Installation hier durchführen. Wir gehen jetzt hin und testen die beschriebene gebrannte CD. So, hier haben wir das Laufwerk. CD. Und feuerfrei. Wir halten es jetzt wieder ein bisschen niedriger, damit ihr auch dann wieder die Geräusche hört, ob wir hier so richtige Unwucht oder sowas kriegen. Was wir jetzt zum Beispiel nicht sehen, zum Beispiel, dass er Lightscribe oder sowas hätte. Aber ganz ehrlich, ich habe mir extra früher Laufwerke, wenn ich mir Laufwerke gekauft habe, mit Lightscribe und sowas gekauft. Und wie oft habe ich es verwendet? Leute, kein einziges Mal. Oh hier, Ghost, wunderbar, auch das geht schnell, alles gut. Jetzt werden wir hingehen und werden eine DVD einlegen. Da muss ich mal gucken, da muss ich dann wahrscheinlich das Bild irgendwie ausblenden, weil das kann ich euch natürlich nicht zeigen. Ich kann kein Bild laufen lassen. Aber jetzt testen wir die DVD. So, jetzt habe ich hier eine DVD, die Neuen Pforten. Ein hammergeiler Film übrigens, ja. Ich lache gerade, weil sie so total eingestaubt war. Sie lag ohne Hülle rum, ja. Und da dachte ich mir, eingestaubte Sachen braucht man doch nicht mehr. Nee, doch, gerade dann will ich sie ja mal wieder schauen oder sowas. Vor allem ist es wirklich ein Film, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber wir unterhalten uns ja hier an dieser Stelle nicht über Filme. Aber, oh, wollen wir mal gucken. Es läuft auf jeden Fall schon, mein VLC-Player läuft direkt an. Ist auch schon mal cool auf jeden Fall. Gut, kennen wir ja die Belehrung. Ja, ja, in Deutschland und Österreich, ganz schlimm, ja. Ist der Ton und sowas? Ich höre es jetzt gerade nicht, weil ich keinen Kopfhörer auf habe. Ich mache den Ton mal weg, weil ich will jetzt ja auch keinen Ton hören. Sprachmenü, Trailer. Im Trailer kann man bestimmt... Nee, pass auf, ich mache mal Film starten und werde dann aber das Bild verpixeln oder wegmachen. Hier. Läuft. Cool.
So, ich mache das Bild weg, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es zeigen darf. Und wir gehen jetzt einfach mal hin und wechseln mal wieder ins Vollbild. Und ich muss sagen, Leute, es macht alles, was es soll. Ich denke, damit wären wir doch eigentlich schon fast durch. Dann kommen wir zum Fazit. Was gibt's zu sagen? Coole Haptik. Sowas ist hier von der Beschichtung mir immer lieber als diese gummierten Dinger. Ich habe so externe Festplatten gehabt, die hatten so ein gummiertes Gehäuse und es hat sich irgendwann nach ein paar Jahren angefangen aufzulösen. Es hat richtig ekelhaft gebappt und diese Weichmacher und so, kann mir keiner sagen, dass es gut ist. Aber wir haben hier ein Kunststoffgehäuse, wir haben alle angegebenen Punkte, die haben wir getestet, sind erfüllt worden und da sage ich mal, das Unboxing ist ein bisschen länger geworden als gedacht für so eine Kleinigkeit, aber lieber teste ich alles detailliert und gehe der Sache auf den Grund, als dass man einfach hingeht, mal auspacken, sieht ganz nett aus, anschließen, jo, ganz gut, dankeschön, hier unten ist der Link, tschüss, so, nee. So, was haben wir hier? Positiv auf jeden Fall noch, wir haben USB 3.0, wir haben USB-A und USB-C, können beides nutzen. Kabellänge würde ich jetzt mal so ein bisschen auf der, ja, positiv-negativ-Seite irgendwo dazwischen sehen, weil wenn es ein bisschen länger wäre, man hätte es ja nochmal einmal hier außen rumlegen können oder so und es nochmal 10 cm länger machen, dann klar, da hat man so lange Kabel da rumliegen. Ich verstehe das, dass man das nicht machen möchte mit diesen langen Kabeln, ja. Aber wenn ich es neben meinem Laptop, perfekt, am PC. Die viele PCs haben ja auch die Netzteile unten und die Mainboards oben. Das heißt, die USB-Ports sind auch recht weit oben gelagert und auch dann reicht die Kabellänge, um es oben drauf zu legen. Wenn ihr aber jetzt, habt ihr es ja an der Rückseite hinten, wenn ihr es jetzt an die Vorderseite vom Tower, weil er irgendwo unterm Schreibtisch steht, in so einer Nische oder sowas, dann wird es mit dem Kabel halt ein bisschen kurz werden. Außer ihr nutzt oben die Frontanschlüsse. Gut, was gibt es noch zu sagen? Auf der Negativseite ist ein 12 Jahre altes Laufwerk verbaut. Aber ich sag mal, ich habe Garantie, solange es seinen Zweck erfüllt, es hat alles funktioniert, alle Tests und sowas, dann ist es für mich auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich habe bei mir im Rechner auch lange Zeit immer die Laufwerke so mit mir hingeschleppt, weil die tauscht man nicht jedes Mal aus. Man kauft sich ständig neue Grafikkarten, das heißt ständig, aber ihr wisst ja, man tauscht mal Grafikkarten aus, Prozessor, Mainboard, RAM und so weiter, aber so Sachen wie eine alte Festplatte bleibt drin, das DVD-Laufwerk bleibt drin, das schleppt man so ewig halt mit sich mit, weil gibt ja auch gar keinen Grund, das auszutauschen, außer man bräuchte jetzt unbedingt ein Blu-ray-Laufwerk. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich recht wenig. Wie gesagt, aktuell 22,09 €. Link ist unten in der Beschreibung. Ich muss es euch nicht sagen, oder? Das ist ein Affiliate-Link. Affiliate-Link, falls du es noch nicht kennst. Es ist ein Link, der kostet dich beim Kauf keinen Cent mehr. Ich erhalte aber eine kleine Provision von Amazon, ja, weil ich quasi dir hier geholfen habe, dieses Produkt mal anzuschauen und zu testen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass doch ein Like da. Wenn du mal was noch reinschreiben möchtest zu der Thematik, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich achte da mal drauf und werde euch auch zeitnah antworten. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, dann lässt du gerne auch ein Abo da. Und das war's an dieser Stelle auch. Ich sage danke fürs Einschalten und es verabschiedet sich der Technik-Bogi. Also bis dann, macht's gut, ciao.